freue ich mich, Inge Hannemann ankündigen zu dürfen, die den meisten von euch ein Begriff ist. Wenn nicht, erfahrt ihr es sofort. Bitte schön. Guten Abend. Vorstellen muss ich mich ja nicht mehr. Danke. Hartz IV. Für was steht Hartz IV? Wenn ich an Hartz IV denke oder lese, fällt mir als erstes immer ein, Agenda 2010, Armut, Obdachlosigkeit, soziale Ungerechtigkeit, Gefahr des sozialen Friedens. Das ist für mich Hartz IV. Das ist auch für viele Betroffene Hartz IV. Die Agenda 2010, bis heute immer noch gefeiert von SPD, von der CDU, auch zum Teil von den Grünen, hat zur Klassenspaltung in meinen Augen geführt zwischen Arm und Reich, zwischen Erwerbslosen, Erwerbstätigen, zwischen Gesunden und Nichtgesunden und auch inzwischen auch bei den Kindern in der Schule. Die Kinder schämen sich, dass sie Hartz IV beziehen müssen, dass man ihnen das zum Teil ansieht. Wir haben in Hamburg eine sehr hohe Kinderarmut. Jedes dritte, vierte Kind ist in Hamburg davon betroffen, südlich der Elbe sogar jedes zweite Kind. Was macht Herr Scholz? Was macht unser Sozialsenator Scheele? Die beschönigen das, indem sie sagen, wieso rund 90% der Menschen, 80% der Menschen in Hamburg, denen geht's doch gut. Die ignorieren das, sie verschweigen und in meinen Augen lügen sie damit. Wir haben die Armut, aber nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwerbslosen. Wir haben steigende Energiekosten. Allein letztes Jahr saßen rund 600.000 Menschen buchstäblich im Dunkeln, weil die Menschen den Strom nicht mehr bezahlen können. Die Jobcenter sagen nein. Die Menschen müssen das von ihren 391 Euro bezahlen. Es ist nicht mehr zu leisten. Vattenfall, wunderbar hier in Hamburg, sagt, das interessiert uns nicht. Wenn Schulden aufgelaufen sind, erwartet Vattenfall, dass es innerhalb kürzester Zeit bezahlt wird. Das ist nicht möglich. Das können die Menschen nicht. Was fordere ich? Ich fordere sofort Abschaffung von Hartz IV. Ich weiß, das ist eine Vision, vielleicht Illusion. Aber trotzdem sage ich, träumen darf man. Und ich fordere aber sofort, und da sage ich, das ist kein Traum, Abschaffung der Sanktionen. Die Menschen werden unter Druck in Zeitarbeit gedrängelt, in sinnlose Maßnahmen. Und wenn sie sich verweigern, kriegen sie Geld gekürzt. Das geht in einem reichen Staat wie wir, das sind in Deutschland nicht. Das ist in meinen Augen soziale Armut, es ist leider gewollt. Die Menschen sind erpressbar, nicht nur die Erwerbslosen, auch die Erwerbstätigen. Jeder Erwerbstätige sagt, er nimmt lieber jede Art von Tätigkeit zum Niedriglohn an, anstatt in Hartz IV zu rutschen. Was fordere ich noch? Die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich. Wir werden keine Vollbeschäftigung mehr haben, aber ich bin der Meinung, es sollte uns doch möglich sein, Arbeit, Tätigkeit gerecht zu verteilen, und zwar auf die Menschen, die arbeiten wollen. Und die Erwerbslosen, die wollen arbeiten. Die Medien sagen immer, sie sind faul. Es stimmt nicht. Es ist überhaupt nicht meine persönliche Erfahrung. Die Menschen wollen soziale Anerkennung, sie wollen tätig sein und sie wollen gebraucht werden. Und das wird ihnen mit Hartz IV genommen. Sie bekommen überhaupt keine Chance mehr. Und die brauchen sie aber. Und wir, die wir erwerbstätig sind, bin ich der Meinung, wir sollten zurücktreten. Uns geht's gut. Uns geht's vor allen Dingen im öffentlichen Dienst gut. Und wer was anderes behauptet, lügt. Vielen Dank. Vielen Dank, Inge Hannemann.